meine Großmutter, Oma Grete, hat früher ein Päckchen Zigaretten am Tag geraucht. Dann hatte sie einen Unfall. Sie ist Silvester vorm Haus ausgerutscht und hat sich die Hüfte gebrochen. Dann mussten sie so lange in der Kälte liegen lassen, bis der Krankenwagen kam. Nach der Operation, direkt aus der Narkose erwacht, sah sie mit ihren weißen Haaren aus wie ein Engel. Als sie zurückkam, hatte sie vergessen, wie man raucht. Sie wusste nicht mehr, wie das geht. Seitdem hat sie nie wieder eine Zigarette angefasst. Auch kann sie nicht mehr richtig sprechen. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, sie wird bald sterben. Oma, hier ist doch bestimmt seit einem Monat nicht gesaugt worden, oder? Hm? Wie kann man in so einem Dreck leben? Wa, wa, wa. Wa. Einmal in der Woche muss richtig durchgelüftet werden. Sonst wirst du krank. Oma, du weißt schon, dass dein Hausarzt uns empfohlen hat, dich ins Heim zu stecken. Schäm dich was. Ja, keine Angst. Wir wollen ja die Wohnung so lange wie möglich für dich halten, aber dann musst du auch deinen häuslichen Pflichten nachkommen. Toilette sauber machen, Staubsaugen, Geschirr spülen. Bis nächsten Freitag, Oma. Jetzt habe ich wieder nur rumgeschrien. Die ist 88 Jahre alt. Mein Vater ist schon vor 5 Jahren an einem Gehirntumor gestorben. Ich weiß noch, wie er kurz vorher mit dem Schutzglas auf dem Feld stand, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Ich möchte sie einfach noch nicht alle verlieren.